Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs dürfen Arbeitgeber ihren Angestellten in bestimmten Fällen untersagen, ein Kopftuch zu tragen. Die Entscheidung geht auf zwei Gerichtsverfahren in Deutschland zurück. Einer Erzieherin und einer Drogerieangestellten war verboten worden, mit Kopftuch ihre Arbeit auszuüben. Artikel 1 und Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe A der Richtlinie 2078 des Rates sind dahin auszulegen, dass eine interne Regel eines Unternehmens, die den Arbeitnehmern das Tragen jedes sichtbaren Zeichens politischer, weltanschaulicher oder religiöser Überzeugungen am Arbeitsplatz verbietet, gegenüber Arbeitnehmern, die aufgrund religiöser Gebote bestimmte Kleidungsregeln befolgen, keine unmittelbare Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltanschauung im Sinne dieser Richtlinie darstellt, sofern diese Regel allgemein und unterschiedslos angewandt wird. Der Arbeitgeber muss also beachten, dass niemand ein religiöses Symbol trägt. Er muss laut Gericht zudem ein wirkliches Bedürfnis haben, weltanschaulich und religiös neutral zu erscheinen. Zum Beispiel, weil KundInnen dies erwarten oder, wie im Fall der Erzieherin, Eltern, deren Kinder betreut werden.